Herzlich willkommen zu der fünften Sitzung der Einführung in die Satzsemantik. Wir haben uns in den letzten beiden Sitzungen das Das Handwerkszeug Handwerkszeug an. angeeignet, um die Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken zu beschreiben. Wir haben uns das Konzept der Mengen und der Funktionen einverleibt und jetzt sind wir in der Position, diese Fähigkeiten anzuwenden. Die Objektsprache wird dabei das Deutsche sein. Wir werden eine Syntax zugrunde legen, die von der X-Bar-Syntax inspiriert ist, aber die durchaus auch in andere syntaktische Modelle transferiert werden kann. Die Aufgabe, die uns jetzt vor Augen steht, ist, dass wir erklären wollen, wie die Bedeutung von komplexen Ausdrücken, also einfachen Sätzen, ableitbar ist aus der Bedeutung von Teilausdrücken, also von den syntaktischen Teilen. Das wichtige Prinzip, das uns da leitet, ist das Kompositionalitätsprinzip, dass also die Bedeutung des komplexen Ausdrucks eine Folge ist, eine Funktion ist der Bedeutung der Teile und der Art und Weise ihrer Zusammensetzung. In diesem Abschnitt jetzt betrachten wir insbesondere die Prädikation, also den Aufbau eines einfachen Satzes aus Subjekt und Verb und Subjekt, Verb und Objekt bei transitiven Verben. Die Modifikation, da sehen wir uns vor allem ein einfaches Modell für adverbiale Modifikation an. Und die Referenz, also wie verwenden wir zum Beispiel ein Nomen mit einem definierten Artikel, um auf eine Entität uns zu beziehen. Und wir werden da schon sehr viel anwenden von dem, was wir gelernt haben, insbesondere die Lambda-Notation wird ganz zentral sein. Also gehen wir ans Werk. Wir beginnen mit Satzbedeutungen und werden da die Begriffe Intention und Extension näher kennenlernen. Sehen wir uns dazu den Satz Lola rennt an. Das ist ein Satz in Präsens. Den Beitrag des Tempus wollen wir aber jetzt mal außer Acht lassen. Darauf kommen wir später zurück. Wir betrachten also wie früher auch schon nur den tempuslosen Satz, den ich hier mit Lola renn, also renn ist der Stamm des Verbs rennen, darstelle. Wir können den Wahrheitsbeitrag, die Wahrheitsbedingungen dieses Satzes darstellen durch die Menge der Situationen, in denen Lola rennt, oder durch die charakteristische Funktion, die jede Situation auf den Wahrheitswert 1 abbildet, falls Lola in dieser Situation rennt. Die Bedeutung von Lola renn kann man also so darstellen. Das ist also die Funktion, die jede Situation S abbildet auf den Wahrheitswert 1, wenn Lola rennt in der Situation und sonst auf 0, auf falsch. Wenn wir annehmen, dass der Name Lola sich auf die Protagonistin des Films Lola rennt bezieht, gibt uns diese Funktion, wenn wir den auf den Film anwenden, also für jede Szene an, ob Lola in dieser Szene rennt oder nicht. Sehen wir uns das mal mit dem Trailer von dem Film an. Money? Hilf mir, Lola. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist passiert? Wie viel war es denn? In der Tasche, meine ich. 100.000. Was? Die Tasche. 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 Wie stehst du davon? Wegen Liebe kann alles, aber nicht in 20 Minuten 100.000 Mark erzaubern. Dann helfe ich dir, mir fällt immer was ein. Mann, Lola, wach auf, in 20 Minuten bin ich entweder tot oder ich gehe jetzt dahin und hol mir das Geld. Lola, alles in Ordnung? So, jetzt greifen wir uns mal acht Situationen heraus.
S1 bis S8 und in einigen Situationen rennt Lola, in anderen nicht. Wenn wir die Bedeutung von Lola renn etwa auf S2 anwenden, bekommen wir den Wert 1. Und wenn wir ihn auf den Wert von S5 anwenden, bekommen wir den Wert 0. Dieses Format wollen wir auch für andere Bedeutungen beibehalten. Das heißt, die Bedeutung eines Ausdrucks Alpha wird stets eine Funktion von Situationen sein. Alpha in Doppelklammern steht für die Interpretation von Alpha im Allgemeinen. Alpha in Doppelklammern angewendet auf eine bestimmte Situation S steht für die Interpretation von Alpha in der besonderen Situation S. Das sind zwei wichtige Aspekte der Interpretation, die wir Intention eines Ausdrucks Alpha und Extension von Alpha in einer bestimmten Situation S nennen. Und an unserem Beispiel sehen wir, dass die Intention einer Satzbedeutung eine Funktion von Situationen in Wahrheitswerte ist und deren Extension relativ zu einer bestimmten Situation eben ein Wahrheitswert. Diese Auffassung der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke geht auf einen Artikel von Frege aus dem Jahr 1892 zurück mit dem Titel »Über Sinn und Bedeutung«. In diesem Artikel nennt Frege die Intention Sinn und die Extension Bedeutung. Und er schlägt auch vor, dass die Extension von Sätzen Wahrheitswerte sind. Man kann auch von dem Begriffsinhalt, also der Intention, und dem Begriffsumfang, also der Extension eines Ausdrucks in einer bestimmten Situation, sprechen. Diese Unterscheidung von Intention und Extension wird nicht nur auf die Bedeutung von Sätzen angewendet, sondern auch auf die Bedeutung von Verben oder von referierenden Ausdrücken. Also zum Beispiel die Bedeutung von Rennen oder von Renn, dem tempuslosen Stamm, kann man so angeben, das ist eine Funktion von Situationen S in eine Funktion von Individuen X, die angibt, ob X in S rennt oder nicht. Also das ist die Intention von Renn. Die Extension von Renn, etwa in der Situation S4, ist dann so, dass man diese Funktion anwendet auf die Situation von S4 und dann bekommt man als Extension die Funktion Lambda X, X rennt in S4. Und das ist in unserem Beispiel also die Funktion, die Lola auf 1 abbildet und die Nonne, die da zu sehen ist, auf 0. Es lohnt sich, die Intention und die Extension von Renn nochmal näher anzusehen. Wenn wir unsere 8 Situationen zugrunde legen, erhalten wir eine Funktion von diesen 8 Situationen, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, in Funktionen von Personen in Wahrheitswerte. Und zwar bei S1, Lola wird auf 0 abgebildet. Bei S2, Lola wird auf 1, der Radler wird auf 0 abgebildet. Der Radler rennt ja nicht. Für S3, Lola auf 0, Money auf 0. Für S4, Lola auf 1, die Nonne auf 0. Für S5, Lola auf 0. Für S6, Lola auf 0, Money auf 0. Für S7, Lola auf 1, Money auf 1. Es rennen ja beide. Und für S8 die Funktion, die Lola auf 0 und Money auf 0 abbildet. Und wenn wir jetzt diese Funktion auf die Situation S4 anwenden, bekommen wir eben die Funktion, die Lola auf 1 und die Nonne auf 0 abbildet. So, wir können uns jetzt mal anschauen, wie man aus dieser Verbbedeutung von Renn, also aus der Intention von Renn und der Bedeutung des Subjekts Lola, die Satzbedeutung auf kompositionale Weise erhält. Was ist die Bedeutung von Lola? Ja, wir haben angenommen, dass alle Bedeutungen zunächst mal Funktionen sind von Situationen in irgendetwas anderes. Bei Lola nehmen wir an, dass das nach der Situation nicht variiert. Natürlich gibt es viele Frauen, die Lola heißen und insofern variiert das durchaus. Aber wir nehmen mal an, vereinfachen, dass Namen sich immer auf dasselbe beziehen. Und dann müssen wir aber auch für Namen eine Funktion von Situationen in Entitäten annehmen, aber eine Funktion, die konstant ist, die also jeder Situation
denselben Wert zuweist. Das ist hier diese etwas langweilige sogenannte konstante Funktion. Sie weist jeder Situation den Wert Lola zu. Und jetzt können wir die Bedeutung von Lola Ren kompositional ableiten. Hierfür müssen wir eine Syntax annehmen. Wir nehmen hier an, dass Lola Ren eine sogenannte Voice-Phrase ist, die mit klein VP abgekürzt wird. Die Namengebung rührt von Active Passive Voice her und bezieht sich darauf, dass innerhalb dieser kleinen VP das Subjekt des Satzes realisiert wird. Der Name Lola hat die syntaktische Kategorie einer Determinatorphrase. Natürlich haben Namen im Standarddeutschen keinen Determinator, keinen Artikel, also in Dialekten oder im Süddeutschen durchaus. Man kann sagen, die Lola. Aber sie gehören eben derselben Kategorie zu wie Ausdrücke der Art die Frau und deswegen nennen wir sie eben auch DP. Eine kleine VP besteht jetzt aus einer DP, dem Subjekt, und einer Verbalphrase, einer VP, also Groß VP. Wir haben dann diese Struktur. Jetzt gibt es für die syntaktischen Kategorien DP und VP lexikalische Kategorien, nämlich für Lola, das ist ein Eigenname, EN, und die VP, das ist hier ein Verbstamm, nämlich, und für die VP, das ist ein Verbstamm, also VS. Wir haben damit also diese Struktur. Die lexikalischen Kategorien EN und VS werden wir in Zukunft nicht weiter beachten, weil die Bedeutung ja einfach nur weiterreichen. Wir beginnen jetzt mal mit der Extension eines Satzes. Wir nehmen dazu wieder die Voice-Phrase Lola Ren, die ja die hier vorliegende Struktur besitzt, und fragen uns, welche Bedeutung hat diese Voice-Phrase etwa bei der Situation S4? Wir erhalten diese Bedeutung, wenn wir die Bedeutung von Ren bei S4 auf die Bedeutung von Lola bei S4 anwenden. Die Bedeutung von Ren ist Lambda S, Lambda X, X rennt in S. Wir wenden das auf S4 an und bekommen Lambda X, X rennt in S4. Wir wenden uns jetzt der Bedeutung von Lola zu. Das ist Lambda S, Lola, das ändert sich ja nicht. Und wenn wir das auf S4 anwenden, bekommen wir einfach nur Lola. Und jetzt wenden wir die Bedeutung Lambda X, X rennt in S4 auf Lola an und bekommen dann den Wahrheitswert von Lola rennt in S4. Wir sehen uns das an. In S4 läuft Lola tatsächlich, also ist der resultierende Wahrheitswert 1. Soviel also zur kompositionalen Ableitung der Extension von Lola rennt. Wir haben hier eine Regel verwendet, die man ganz allgemein so beschreiben kann: Wenn immer wir eine Konstituente Alpha Beta haben, dann ist die Extension dieser Konstituente Alpha Beta gleich der Extension von Beta angewendet auf die Extension von Alpha. Das halten wir in dieser Regel hier fest. Wir haben hier die Extension von Lola Ren bei S4 entwickelt. Jetzt stellt sich die Frage, was ist die Intention dieser Voice-Phrase Lola Ren? Das ist ja jetzt die Bedeutung, die nicht nur für eine bestimmte Situation uns einen Wahrheitswert gibt, sondern für alle Situationen uns den jeweiligen Wahrheitswert gibt. Nun, um das rauszukriegen, müssen wir über die spezifische Situation abstrahieren. Wir haben hier eine Funktion von Situationen S und wenden jetzt die Bedeutung von Ren bei S auf die Bedeutung von Lola bei S an. Die Bedeutung von Ren bei S ist Lambda X, X rennt in S. Die Bedeutung von Lola bei S ist Lola. Wenn wir die Bedeutung Lambda X, X rennt in S auf Lola anwenden, bekommen wir Lola rennt in S. Und insgesamt haben wir dann die Funktion von Situationen S in den Wahrheitswert von Lola rennt in S. Und damit haben wir jetzt für alle Situationen S den jeweiligen Wahrheitswert. Die Formel, die wir hier angewendet haben, kann man allgemein so beschreiben: Die Intention einer Konstituente Alpha Beta errechnet sich als
Lambda S, die Intention von Beta angewendet auf S, angewendet auf die Intention von Alpha angewendet auf S. So, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir die Bedeutung, also zum Beispiel die Intention eines komplexen Ausdrucks, Lola Ren, auf die Bedeutung der Teilausdrücke und der Art und Weise ihrer Verknüpfung zurückgeführt haben. Also wir haben eine kompositionale Analyse der Intention dieser Voice-Phrase vorgenommen. Wir haben hier die Anwendung einer Verbphrase auf das Subjekt analysiert, also die Prädikation. Und wir merken uns einmal diese Regel, diese Interpretationsregel für Intentionen, die für Extensionen folgt daraus, die setzen wir mal auch dahin und schauen uns jetzt mal an, wie wir einen Satz mit einem transitiven Verb analysieren, auf ebenso kompositionale Weise. Nehmen wir den Satz Lola liebt Money oder vielmehr den Satz mit dem Verbstamm, also Lola liebt Money. Aber wir beachten nun, dass es gute Hinweise gibt, dass das Deutsche eigentlich eine Verbendsprache ist, dass die Verbzweitstellung, die wir in Aussagesätzen haben, durch eine Bewegung entsteht, des Verbs an die zweite Stelle, des finiten Verbs an die zweite Stelle, die wir im Nebensatz eben nicht haben. Also die Nachbarin weiß, dass Lola Money liebt. Wir haben hier die Verbendstellung. Wir nehmen also hier an, dass die zugrunde liegende Stellung auf der Stufe, wo wir jetzt die Analyse vornehmen, eine Verbendstellung ist. Und später werden wir dann sehen, dass die Verbzweitstellung mit einem bestimmten semantischen Effekt kommt, den wir dann etwas näher uns ansehen werden. Wir nehmen also diese Struktur an. Eine Voice-Phrase besteht aus einer DP, das Subjekt, einer VP, wie zuvor auch. Die VP ist jetzt aber komplex, besteht aus einem Objekt, einer DP Money und einem Verb Lieb, das wir hier den Konventionen der X-Bar-Theorie folgend V0 oder einfach nur V nennen. Die Klammerdarstellung sieht dann so aus. Jetzt ist die Frage, was ist die Intention einer solchen Struktur? Tatsächlich haben wir schon alle Regeln, um die Intention zu bestimmen. Wir haben hier nämlich eine syntaktische Form, die dieser Struktur entspricht. Also eine Konstituente Alpha, Beta bilden eine Konstituente. Alpha ist hier Lola und Beta ist hier Money Lieb. Also wenden wir diese Vorschrift hier an. Aber bevor wir das machen, berechnen wir erstmal die Extension bei einer Situation S. Wir wenden also die Extensionsformel hier an. Die Extension von Alpha Beta bei S ist gleich der Extension von Beta, also hier von Money Lieb bei S, angewendet auf die Extension von Alpha, also von Lola bei S. Die Extension von Money Lieb bei S, und hier wenden wir diese Formel nochmal an, ist die Extension von Lieb bei S, angewendet auf die Extension von Money bei S. Die Bedeutung von Lieb ist ja eine Relation, die wir als Funktion darstellen können, nämlich Lambda S, Lambda Y, Lambda X, X liebt Y in S. Wir können hier S' schreiben, um es von S zu differenzieren. Wenn wir das aber auf S anwenden, erhalten wir dann Lambda Y, Lambda X, X liebt Y in S. Die Extension von Money in S ist Money. Und wenn wir dann die Funktion Lambda Y, Lambda X, X liebt Y in S anwenden auf Money, erhalten wir Lambda X, X liebt Money in S. Das ist die Extension der VP Lieb Money in S. Die Extension von Lola in S ist Lola. Wenn wir jetzt diese Funktion Lambda X, X Lieb Money in S anwenden auf Lola, bekommen wir den Wahrheitswert Lola Lieb Money in S. Und das ist die Extension dieses Satzes Lola Money Lieb in S. So, nachdem wir jetzt als Fingerübung
die Extension eines transitiven Satzes bestimmt haben, gehen wir jetzt zur Intention, also die Intention von Lola Money Lieb. Wir wenden dazu die Intentionsregel an und wir bekommen Lambda S, die Intention von Money Lieb bei S, angewendet auf die Intention von Lola bei S. Diesen Schritt haben wir ja schon beim intransitiven Fall vollzogen. Jetzt haben wir aber eine VP, die selbst komplex ist. Das heißt, hier müssen wir wieder diesen Schritt anwenden. Wir haben hier eine Konstituente der Struktur Alpha Beta und die Intention dieser Konstituente ist die Funktion Lambda S, die Intention von Lieb bei S, angewendet auf die Intention von Money bei S. Und um mit den Variablen nicht durcheinander zu kommen, verwende ich hier S'. Was ist die Bedeutung von Lieb? Wie wir schon gesehen haben, ist das eine zweistellige Relation, die man als Funktion von Individuen in eine Funktion von Individuen in Wahrheitswerte darstellen kann. Und wie jede andere Bedeutung ist das dann nochmal eine Funktion von Situationen. Wir können als Bedeutung von Lieb dann diese Funktion annehmen, Lambda S, Lambda Y, Lambda X, X liebt Y in S. Und um wieder nicht mit den Variablen durcheinander zu kommen, schreiben wir hier S'. Wir wenden nun diese Bedeutung von Lieb auf S' an und bekommen Lambda Y, Lambda X, X liebt Y in S'. Die Bedeutung von Money in S' ist Money, denn das ist ja eine konstante Funktion. Und wenn wir jetzt Lambda Y, Lambda X, X liebt Y in S' auf Money anwenden, bekommen wir natürlich Lambda X, X liebt Money in S'. Die Intention der VP Money lieb ist dann Lambda S', Lambda X, X liebt Money in S'. Und wenn wir diese Funktion auf S anwenden, bekommen wir Lambda X, X liebt Money in S. Die Bedeutung von Lola in S ist wiederum Lola. Wenn wir jetzt Lambda X, X liebt Money in S auf Lola anwenden, bekommen wir Lola liebt Money in S. Insgesamt haben wir dann als Bedeutung die Funktion Lambda S, Lola liebt Money in S. Wir haben also eine Funktion, die jeder Situation S den Wahrheitswert 1 zuweist, wenn Lola Money in S liebt und sonst den Wahrheitswert 0. Wir haben jetzt gesehen, wie wir in unserem Modell die Bedeutung von intransitiven Sätzen und von transitiven Sätzen kompositionell errechnen können. Wir haben die Extension von solchen Sätzen in bestimmten Situationen berechnet, aber auch die Intention quer über Situationen. Wir haben dazu diese Bedeutungsregeln hier angewendet, die wir bei Fällen mit intransitiven Sätzen einmal und bei transitiven Sätzen eben zweimal anwenden. Wir sehen also hier, wie kompositionale Bedeutungszuweisung funktioniert. Wir können das jetzt auch zum Beispiel bei dreistelligen Verben, wie etwa bei geben, durchexerzieren. Hierzu gibt es eine Übung. Nachdem wir uns die Prädikation angesehen haben, also die Verbindung von Verben mit Subjekten und mit Objekten, sehen wir uns nun die Modifikation an, die Kombination von Verben mit Adverbien. Modifikation wird dann auch eine Rolle spielen bei der Kombination von Nomina mit Adjektiven. Der syntaktische Unterschied zwischen Prädikation und Modifikation ist, dass modifizierende Ausdrücke immer fakultativ sind. Das heißt, sie müssen nicht dastehen, um einen Satz zu bilden. Die Argumente, also Objekte und Subjekte, sind dagegen nicht fakultativ. Sie sind obligatorisch, um einen Satz zu bilden. Zum Beispiel kann man sagen, Lola wohnt in Berlin. Hier ist in Berlin ein Argument. Es ist obligatorisch. Lola wohnt ist kein vollständiger Satz. Hingegen ist bei Lola rennt in Berlin ein Adjunkt, also ein Adverb, ein Modifikator. Es ist nicht obligatorisch, man kann es weglassen. In dem Satz
Lola kennt den Mann, ist den Mann das direkte Objekt, also ein Argument, man kann es nicht weglassen. Lola kennt ist kein vollständiger Satz. In Lola rennt den ganzen Tag, obwohl das auch eine Akkusativ-DP ist, ist den ganzen Tag ein Modifikator, ein Adjunkt, man kann es weglassen. Sehen wir uns als Beispiel für eine Modifikation den Satz Lola rennt in Berlin an oder die Voice-Phrase Lola in Berlin rennt. Siehe diese Struktur. Wir haben eine Präpositionalphrase in Berlin, die an die VP Renn adjungiert ist. Das heißt, sie formt mit dieser VP eine weitere VP. Und dann kommt hier noch das Subjekt, die DP Lola. Und wir haben die Voice-Phrase Lola in Berlin Renn. Die Präpositionalphrase in Berlin ist hier an die VP adjungiert. Das heißt, die resultierende Konstituente ist wiederum von derselben Art eine VP. Die Frage ist nun, wie wird eine solche Struktur interpretiert? Also genauer, wie kann man die Bedeutung von in Berlin auf die Bedeutung von Renn beziehen? Vielleicht ist es da wichtig, dass man in Berlin auch in anderen Zusammenhängen findet, nämlich in sogenannten Coppola-Sätzen wie in Lola ist in Berlin. Wir haben also auch Ausdrücke wie die Voice-Phrase Lola in Berlin sei. Sei ist ja der Stamm von der Coppola. Wenn die Coppola sei semantisch nichts weiter beiträgt, sie ist nur Träger von Tempusinformationen, was uns jetzt nicht interessiert, dann sollte in Berlin ein Prädikat sein. Also die Bedeutung, die Intention von in Berlin ist Lambda S, Lambda X, X ist in Berlin in S. Schauen wir uns jetzt die Bedeutung von Renn an. Das war ja Lambda S, Lambda X, X rennt in S. Ja, da sehen wir, dass diese zwei Bedeutungen nicht kombinierbar sind, jedenfalls nicht mit unseren beiden Regeln oder nicht mit der Regel für die Intention, denn die passen ja nicht zusammen. Man kann die eine Bedeutung nicht auf die andere als Argument anwenden. Was sollen wir also tun? Eine Möglichkeit ist, die Kombinationsregeln zu erweitern, sodass diese zwei Ausdrücke in Berlin und Renn tatsächlich zusammenfügbar sind. Eine andere Möglichkeit ist, eine Bedeutung von in Berlin als Adjunkt vorzuschlagen, also als Modifikator vorzuschlagen, sodass man diese Bedeutung mit der Bedeutung von Renn kombinieren kann. Wir werden hier diesen letzteren Weg gehen. Schauen wir uns dazu die VP in Berlin Renn etwas näher an. Wir wissen, welche Bedeutung, welche Extension in einer Situation S die VP Renn haben soll. Das ist Lambda X, X rennt in S. Wir können auch sagen, welche Bedeutung, welche Extension in S die größere VP in Berlin Renn haben soll, nämlich Lambda X, X ist in Berlin und X rennt in S. Denn der Satz Lola rennt in Berlin ist wahr, wenn Lola in Berlin ist und rennt. Wir wissen jetzt auch wegen dem Kompositionalitätsprinzip, dass die Bedeutung von in Berlin so beschaffen sein muss, dass, wenn sie mit der Bedeutung von Renn kombiniert wird, die Bedeutung von in Berlin Renn ergibt. Ja, was bleibt uns da übrig? Es muss eine Bedeutung sein, die die Bedeutung von Renn nimmt und die Bedeutung von in Berlin Renn gibt. Es muss also eine Funktion sein, die eine Funktion wie Lambda x, x rennt in S nimmt und eine Funktion Lambda x, x ist in Berlin in S und x rennt in S gibt. Damit muss die Extension von in Berlin in S diese Funktion sein, Lambda P, Lambda X, X ist in Berlin in S und P von X. Wenn wir diese Funktion auf Lambda X, X rennt in S anwenden, geht das Argument in die Position von P. Wir erhalten die Funktion Lambda X, X ist in Berlin in S und Lambda X' X' rennt in S angewendet auf X
Und wenn wir diese letztere Anwendung ausführen, bekommen wir x rennt in s. Und das ist tatsächlich die Bedeutung, die wir haben wollen. Wir können jetzt also sagen, dass wir auch diese Bedeutung kompositional abgeleitet haben. Die Frage ist, haben wir diese Regel für die Ableitung von Extensionen verwendet? Naja, nicht ganz, denn wir hatten hier eine Konstituente Alpha Beta und hier ist Alpha der Funktorausdruck und Beta ist das Argument. Das heißt, wir müssen diese Regel etwas allgemeiner formulieren, dass nämlich eine Konstituente Alpha Beta eine Extension bei S hat, die entweder die Extension von Beta angewendet auf die Extension von Alpha ist oder die Extension von Alpha angewendet auf die Extension von Beta ist, je nachdem, was man ausführen kann. Und ganz ähnlich dann auch für die Regel für die Intention. Es ist immer so, dass man entweder das eine ausführen kann oder das andere. Das heißt, es ist immer klar, welche Form der Regel man anzuwenden hat. Sehen wir uns nochmal die Extension von in Berlin an. Wir haben hier eine Bedeutung, die selbst eine Funktion als Argument nimmt, der Art von Lambda x, x rennt in s. Wir verwenden hier eine Variable p, die also dann so als Funktionsvariable interpretiert wird. Sie nimmt ein x und gibt uns einen Wahrheitswert. Die Intention von in Berlin ist dann natürlich Lambda s, Lambda p, Lambda x, x ist in Berlin in s und p von x. Die Präpositionalphrase in Berlin ist natürlich selbst komplex. Sie besteht aus der Präposition in und der dp Berlin. Wir haben also diese Struktur vorliegen und die Frage ist jetzt, was ist hier die Bedeutung von in? Sehen wir uns also diese Präpositionalphrase in Berlin näher an. Die Bedeutung von Berlin ist ja klar, die Extension von Berlin in S ist die Stadt Berlin, ein Individuum. Die Bedeutung der PP ist ebenfalls klar, die Extension der PP in S ist die Funktion, wie wir eben gesehen haben, Lambda P, Lambda X, X ist in Berlin in S und P von X. Und auf diese Weise gibt es nur eine Möglichkeit, wie die Präposition in selbst interpretiert werden kann. Sie muss die Bedeutung von Berlin nehmen und die Bedeutung, also die Extension der PP in Berlin geben. Dann bleibt als einzige Möglichkeit eben Lambda Y, Lambda P, Lambda X. X ist in Y in S und P von X. Wenn wir das etwa auf das Argument Berlin anwenden, bekommen wir die Bedeutung Lambda P, Lambda X, X ist in Berlin in S und P von X. Wir haben hier wieder die Regel angewendet, dass die Extension von einer Konstituente Alpha Beta bei S gleich ist der Extension des ersten Ausdrucks Alpha bei S angewendet auf die Extension des zweiten Ausdrucks Beta bei S. Also diese Regel konnte hier auch angewendet werden. So, insgesamt haben wir jetzt gesehen, wie Adjunkte, also Modifikatoren, behandelt werden. Sie nehmen eine Funktion und geben eine Funktion derselben Art. Wir haben gesehen, wie man gewissermaßen unter Annahme des Kompositionalitätsprinzips wie in einem Dreisatz errechnen kann, welche Bedeutung eine bestimmte Konstituente haben soll. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel gesehen, welche Bedeutung die Präposition in haben soll, wenn wir die Bedeutung der DP und die Bedeutung der Präpositionalphrase kennen. Und das soll unsere kurze Darstellung der Modifikation abschließen. Wir werden später auch noch sehen, wie Modifikation bei Adjektiven vor sich geht. So, wir haben die Prädikation und die Modifikation als semantische Operationen kennengelernt. Das dritte Thema, das wir uns heute noch anschauen, ist die Bedeutung der DPen, wie zum Beispiel Namen wie Lola, aber auch Ausdrücke wie die Frau, sogenannte definite Beschreibungen, also Ausdrücke, die sich auf etwas beziehen, auf eine Entität beziehen. Wir nennen diese Ausdrücke referierende Ausdrücke und sprechen von der Referenz.
schauen wir uns zunächst mal Namen an, also Eigennamen. Das sind natürlich Eigennamen von Personen. In jeder Sprachgemeinschaft haben Menschen Namen. Es gibt auch ein Recht auf einen eigenen Namen. Das heißt, dass die eigentliche Individualität anerkannt wird, dass man also sich auf eine Person beziehen kann. Daneben kann man Namen aber auch auf Organisationen, auf Orte, auf Zeiten, Zeitabschnitte, auf Gestirne, auf Phänomene wie Wettererscheinungen, und auf vieles andere mehr beziehen. Namen funktionieren dabei so, dass sie sich auf eine einzelne Person, eine einzelne Entität beziehen, nicht auf mehrere, nicht auf Mengen von Entitäten. Lola, der Name Lola, bezieht sich auf die eine Person. Das ist natürlich eine Idealisierung. Wenn Sie zum Beispiel im Berliner Telefonbuch oder im Internet nach dem Namen Michael Müller suchen, dann finden Sie über 20 Personen mit diesem Namen in Berlin. Und dabei ist unser gegenwärtiger Bürgermeister noch nicht mal dabei. Das ist nicht, wie Namen eigentlich funktionieren sollen. Eigentlich sollten sie auf nur eine Person oder ein Individuum zutreffen. Aber wir können damit leben, das ist irgendwie ein Unfall, mit dem man sich abfinden kann. Auf welche Weise beziehen sich jetzt Namen auf Personen oder Dinge? Namen sind eigentlich keine Beschreibungen. Natürlich ist es so, dass Namen oft auf Beschreibungen zurückgehen. Also der Eigenname Müller geht darauf zurück, dass die Vorfahren mal wirklich eine Mühle hatten. Aber das ist heute natürlich nicht mehr der Fall. Namen werden vielmehr einem Objekt offiziell zugewiesen, in einem Taufakt bei Personen zum Beispiel. Und auf diese Weise wird dann in der Sprachgemeinschaft etabliert, dass eine bestimmte Person, ein bestimmtes Ding eben so und so heißt. Und diese Verwendungsweise von Namen wird weiter tradiert und weiter fortgesetzt, sodass auch Personen, die nicht beim Taufakt selbst dabei waren, diesen Namen eben verwenden, um sich auf diese Person zu beziehen. Diese Idee von der Bedeutung von Namen geht auf den Philosophen Saul Kripke zurück, der sie in dem Buch Naming and Necessity beschrieben hat. Dieses Buch geht auf sehr viel weitere Aspekte der Namensgebung ein. Er wendet sich insbesondere dagegen, dass Namen deskriptiv sind, das heißt eine Beschreibung ausdrücken. Namen sind gewissermaßen zufällig. Man kann von dem Namen einer Person, eines Dings, nicht notwendig auf die Eigenschaften schließen. Schauen wir uns jetzt die zweite Art von DPen an, die definiten Beschreibungen, wie zum Beispiel die Frau oder die Plastiktüte. Die sind syntaktisch komplex. Sie bestehen im Deutschen jedenfalls aus einem definiten Artikel, einem Determinator und einer Nominalphrase, zum Beispiel die Frau. Worauf bezieht sich so ein Ausdruck? Das haben wir schon diskutiert. Wir haben gesehen, dass die Frau sich auf die einzige Frau in einer Situation bezieht. Wenn in es gar keine Frau gibt oder wenn es mehr als eine Frau gibt, dann ist der Ausdruck die Frau nicht definiert. Es gibt also eine Existenzbedingung und eine Einzigkeitsbedingung und das ist jeweils eine Präsupposition von definiten Beschreibungen. Versuchen wir das jetzt als eine allgemeine Regel zu formulieren. Als Extension von Frau in S können wir die Funktion annehmen, die jedem Individuum X den Wert 1 zuweist, wenn X eine Frau in S ist. Also Lambda x, x ist eine Frau in S. Jetzt können wir einen Operator definieren, der so eine Funktion nimmt und sie auf die Entität abbildet, für die diese Funktion den Wahrheitswert 1 liefert. Unter der Voraussetzung, dass es genau ein solches x gibt. Wir nennen diesen Operator Jota, den Jota-Operator, hier dargestellt als ein Operator
auf Funktionen und er sieht wie folgt aus. Jota von f ist das Individuum x. Genau dann, wenn f von x gleich 1 ist, das heißt, x muss die Eigenschaft f haben. Und zweitens, wenn es kein anderes y gibt, sodass f von y ebenfalls 1 ist. Also alle y, für das gilt f von y gleich 1, sind identisch mit x. Damit hat die Frau diese Bedeutung. Der Jota-Operator wird angewendet auf Lambda x, x ist eine Frau in S. Für den Artikel selbst bleibt dann nach dem Kompositionalitätsprinzip nur Folgendes übrig. Es ist eine Funktion, die eine Extension wie Frau in S nimmt und eine Bedeutung wie diese dp Jota Lambda x, x ist eine Frau in S gibt. Wenn wir die Bedeutung Lambda p Jota p ansetzen, dann können wir diese Bedeutung auf die Extension von Frau in S anwenden und erhalten dann natürlich die gewünschte dp-Bedeutung Jota von Lambda x, x ist eine Frau in S. Und das ist dann die einzige Frau in S, falls es in S eine Frau gibt und es ist nicht definiert sonst. Wir haben hierbei übrigens diese Regel angewendet, dass eine Konstante Alpha Beta bei S die Bedeutung von Alpha bei S angewendet auf die Bedeutung von Beta bei S hat. Wir brauchen also hier nicht mal eine neue Regel anzunehmen. Es ist auch hier die Anwendung einer Funktion auf ein Argument. Das wär's für heute. Wir haben gesehen, wie wir die Prädikation behandeln können, also die Verbindung von Subjekt und Verb, aber auch die Verbindung von Verb und Objekt, also in den transitiven Fällen. Wir haben gesehen, wie wir Modifikationen behandeln können, also Modifikationen mit Adverbien. Wir haben da gesehen, dass wir da auf ähnliche Regeln zurückgreifen können. Und wir haben gesehen, wie wir referierende Ausdrücke behandeln können. Auf der einen Seite Namen und auf der anderen Seite definite Beschreibungen. Wir haben gesehen, dass der definite Artikel hier den Bezug schafft auf die einzige Entität, auf die die Funktion, also die NP wie Frau etwa, zutrifft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.